aus dem Stampftritt Fumikomi wird in der Anwendung Usutogari. Der Wurf wird erleichtert durch Treffen von Blase 40 in der Kniekehle. Beim Osotokuruma werden beide Beine gesichert. Auch hierbei treffen wir Blase 40 in der Kniekehle. Zusätzlich Blase 47, etwa in Baden-Mitte. Aus demselben Tritt finden wir den Eingang zum nächsten Wurf. Treffen von Blase 56 in der Mitte der Wade. Usadachi als Eingang zu anderen Wurftechniken. Hier Uchigari die kleine Insel sicher. Treffen von Blase 47 im Unterschenkel. Im nächsten wird der Schritt Kusadachi als Eingang zur kleinen Aussicht benutzt. Treffen von Blase 62. Sicheln beider Beine. Nutzen der gleichen sensiblen Punkte, nämlich Blase 40 und Blase 57. Kusadachi wird im nächsten als Eingang zum Fußfeger genutzt. Treffen von Blase 62. Fumikomi wird genutzt für einen großen Innenfeger. Treffen von Blase 56. Im nächsten typische Sperrwürfe. Aus Fumikomi wird der Eingang zu Osoto Otoshi.
Hierbei lässt man das Bein stehen und hebelt den Gegner über das stehende Bein. Nutzen des sensiblen Punktes, Blase 40 in der Kniekehle. Ein nicht klassifizierter Wurf ist die Befreiung aus einer hinteren Umklammerung. In der Reihenfolge Cover mit zwei Händen, Stoß mit Kopf und Hüfte, Schritt hinter den Gegner und Hebel. Ohne Kopf- und Hüftstoß wird die Technik nicht wirken. Diese Phase der Kata zeigt die typische Attacke gegen das Knie. Das kann man selbstverständlich beim Partner nicht richtig anwenden, ohne ihn zu verletzen. Aus Kagetsuki wird im folgenden Goshi-Guruma. Ich schlage hier rein. Schaut her, hier, Kagetsuki, hier. Loslassen, Schlag. Hier rein. Halten. Und hier. Hier. Halten. Das große Hüftrad. Aus Kagetsuki wird schließlich der Hüftwurf Ogoshi. Hier hin. Hüftwurf 1, 2.